sind zurück. Nein. Ja, ja, wir kommen noch mal wieder. Nein. Alle haben wahrscheinlich gehofft, dass es nicht passiert. Aber wir sind wieder da und diesmal mit FIFA 20 und ich würde mal sagen, einem sehr, sehr interaktiven Programm, Matze. Absolut. Ist es dir aufgefallen, das Publikum ist hübscher geworden? Innerhalb der letzten Stunde sind sie noch schöner geworden. Ist das so? Das freut mich so sehr. Schön, dass ihr da seid. Ja, da kann man auch mal applaudieren. Das sagt er übrigens nie über mich. Nee, ich habe ja auch bei dir keinen Grund. Ich sage es immer nur, wenn es stimmt. Ach so. Apropos stimmt, es stimmt wirklich, dass wir jetzt gleich diese PlayStation 4 an euch verschenken. Auch an euch. Wenn ihr das gerade gehört habt, weil ihr hier gerade langkommt, ich halte sie mal hoch. Genau. Wer möchte die PlayStation 4 geschenkt haben? Diese PlayStation gibt es hier zu gewinnen. Nee, das reicht nicht, wenn du so machst. Nee. Wir werden die nicht bis da hinten hinwerfen. Du musst schon herkommen. Richtig, du musst schon rüberkommen. Innerhalb, garantiert, innerhalb der nächsten Viertelstunde verschenken wir diese PlayStation 4, sollte jemand von euch gewinnen. Sonst, jetzt muss ich mich auch noch beeilen. Du hast auf jeden Fall gibt es ein Controller-Geschenk. Aber gesagt, Trostpreis, vielleicht das falsche Wort, aber selbst wenn man verliert, darf man sich einen der Controller aussuchen. Hier geht also auf gar keinen Fall leer. Ja, so. Das ist definitiv ein Applaus wert. Ja, also, was hier steht, nicht alles davon, aber letztendlich entweder das oder das. Kann also eigentlich nicht so schlecht werden. Nein, ich wiederhole es nochmal, damit die Menschen, die gerade vorbeilaufen, Himmel weiß wieso, verstehen, um was es geht. Wir sind ja hier am Booth von PlayStation. Das ist der große Stand, alles voller PlayStation. Seht ihr ja, ne? Und weil die von PlayStation nett sind, haben die gesagt, es soll ja nicht nur wir alle eine PlayStation haben hier an den ganzen Ständen. Wir wollen euch auch eine mitgeben. Geschenkt. So, also wenn ihr möchtet, schenken wir euch diese PlayStation 4 jetzt gleich. Haben ja, wir das. Und weil ihr euch fragt, warum sind wir zurück? Wir haben schon ein bisschen erwähnt, FIFA 20 ist jetzt der erste Block, den wir heute hier machen. Dafür haben wir auch einen Gast hier. Das ist, da müsst ihr gleich Augen aufmachen, aufpassen, denn dieser Gast ist auch gleichzeitig eure Herausforderung für diese PlayStation 4. Also all das hängt ein bisschen zusammen, aber ich würde sagen, wir sehen auf jeden Fall etwas sehr, sehr Interessantes. Ja, ja, hochgradig Interessantes. Wir sehen nämlich Aileen Yaren. Aileen Yaren ist eine der besten Freestyle-Fußballerinnen Europas und sie freut sich schon, gegen euch anzutreten. Wer hat Bock? Spontan mal Hand hoch. Aha, sieht gut aus. Ja, großartig. Ich wiederhole es noch mal ganz kurz für alle. Geht um die PlayStation 4 oder den Controller. Ja? Ich habe hier einen in schönen Tarnfarben. Ist geil. Ja? Das darf man nicht im Karten spielen. Aber wusstest du übrigens auch, dass die türkische Nationalspielerin ist? Sie ist auch türkische Nationalspielerin. Sie ist auch Berlins Fußballerin des Jahres. Ja. Ich habe das gar nicht erst aufgeschrieben, weil ich befürchte, sie ist zu viel für diese schmalen Zettelchen. Ja. Sie ist auch stolze Trägerin eines Sixpacks. Habe ich auf Instagram gesehen. Ehrlich wahr? Das stimmt. Aileen Yaren auf Instagram gucken. Alter, die kann was, ja, auch wenn man die Videos anschaut. Aber jetzt nicht, meine Lieben, jetzt nicht. Erstens ist der Empfang eh nicht so toll und zweitens seht ihr sie jetzt gleich live. Ich sag's nochmal, sie ist eine der ganz großen Europa-Influencerin und fantastische Freestyle-Fußballerin. Hier ist für euch türkische Nationalspielerin, Berlins Fußballerin des Jahres. Hier ist Aileen Yaren. Geil.
Eileen Jahren! Eileen, komm zu uns. Alter, einmal in die Mitte. Oh, oh Mann, ey. Weil ich falle über den Ball und dann tun wir ja, alle. Ja, ne, oder? Sie ja auch fast. Soll ich was sagen? Du hast das Mikrofon. Ich habe das Mikrofon. Das ist das. Ich werde dann immer automatisch zum Fan und stehe da mit großen Augen und offenem Mund und das, ich vergesse alles um mich herum. Eileen, schön, dich da zu haben. Hi. Hi, grüß dich. Einen Applaus bitte nochmal für die Dame. Dankeschön. Sensational. Ich hab schon gedacht, dass du das kannst. Ich habe nicht gedacht, dass du so kannst. Ich habe eben gesagt, hier locker, ihr tretet gegen die an und macht es easy. Es geht also wahrscheinlich um den Controller gleich. Zur Not grätsche ich dazwischen. Aline, du musst uns ein bisschen was über dich erzählen. Wie kommt man dazu, Freestyle-Fußballerin zu werden? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, also ich mache das seit 10 Jahren. Ich bin aufmerksam durch Videos im Internet bin ich darauf gekommen. Damals gab es ja den Nike-Werbung von Ronaldinho. Mhm. Und dadurch habe ich mich eigentlich inspirieren lassen und habe das dann selber ausprobiert. Okay, witzig. Also, was ist Freestyle-Fußball? Jetzt haben wir es ja schon gesehen so ein bisschen. Ne? Aber gibt es da ganz konkrete Contests oder ist es alles, findet es nur auf Instagram statt? Ja, also Fußball-Freestyle ist halt die kunstvolle, klassische Art des Fußballs und man macht halt eigentlich spektakuläre Tricks im Sitzen, im Stehen und ja, die du halt natürlich nicht im Spiel anwenden kannst. Das wollte ich fragen. Das ist ja, man sieht das dann immer so im Spiel, die Fußballer, wenn die sich aufwärmen, machen immer die krassesten Sachen im Spiel, rennen und schießen, sonst nichts. Wieso macht ihr das nicht im Spiel? So? Naja, man hat halt nicht die Zeit dafür, oder? Dann kommt einer wie du und grätscht dich dann weg. Ah ja, okay, halt also er geht ja nicht auf den Ball, er geht ja nur auf die Knochen. Ja. Ich gehe auch nicht zum Sport, aber alles gut. sieht keiner. Was will ich noch wissen? Wie oft muss man trainieren, um das zu können? Vor allen Dingen? Wie lange? Ich habe damit angefangen und habe ungefähr 3-4 Stunden am Tag trainiert, mal mehr, mal weniger. Ja, also man muss halt viel Geduld haben, viel Leidenschaft mitbringen und auch den Spaß nicht dabei verlieren. Aber muss man so super talentiert sein von Anfang an oder kann man auch sagen, okay, wenn ich es am ersten Mal nicht hinkriege, ist egal, viel üben, dann geht's schon oder ein bisschen? Also ich habe mit 5 Jahren angefangen Fußball zu spielen, ich habe mit Jungs gespielt, dann habe ich halt im Frauenteam auch gespielt, ich habe in der ersten und in der zweiten Bundesliga gespielt. Mhm. Man muss ein wenig schon vertraut sein mit dem Ball, also das Ballgefühl muss man schon mitbringen. Man kann sich das auch erlernen natürlich, dann dauert es ein bisschen länger. Aber ich hatte halt das Glück, weil ich von klein auf Fußball gespielt habe und dieses Ballgefühl schon hatte. Also man muss halt wirklich, die Grundvoraussetzungen sind einfach nur links, rechts, hochhalten. Ja, halt nee, das mache ich auch immer zum Einschlafen abends. Genau. Ja. Echt cool. Wie ist es mit dem eigenen Style beim Freestyle-Fußball? Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, wie ich kenne, Freestyle-BMX-Skateboard oder so oder Breakdance. Da haben auch alle ihren eigenen Stil so ein bisschen. Wie ist es beim Fußball, beim Freestyle-Fußball? Muss man auch irgendwie so eigene Tricks entwickeln oder? Ja, also wie gesagt, du bist dein eigener Trainer, das war ich auch. Jeder Freestyler bringt seine eigenen Stärken mit. Mhm. Und ja, da ist man eigentlich, also man ist quasi frei kreativ wie, und man kann halt. Hast du so einen Signature-Trick oder sowas? Was du, was Lieblingstrick? Ja, genau, so ein Lieblingstrick. Ja, im Sitzen, also warte, ich zeig dir. Ja. Ja, okay, ja genau, das habe ich nämlich. Genau das mache ich nämlich auch, wenn ich mich ins Bett lege. Das ist richtig, da lege ich mich dann auch. Zeig mal. Ja, nee, ist, du, dafür bin ich ja Gott sei Dank nicht da. Wie sieht es denn aus auf der PlayStation? Also du zockst Fußball in live, aber PlayStation auch? Ja, also ich zocke nicht jeden Tag, aber gelegentlich zocke ich mit Freunden oder Familie, ja. Jetzt gibt es ja neu FIFA 20 mit dem Volta-Modus. Musst du uns ein bisschen was zu erzählen? Ich wollte sagen, ja. Der Volta-Modus ist ja so die Rückkehr des Straßenfußballs zu FIFA. Du hast selber schon gespielt, den Modus auch? Ja, ich habe selber schon gespielt und es macht unheimlich viel Spaß. Ich komme auch, also ich, wie gesagt, ich habe von klein auf bin ich in Verbindung mit dem Ball und auch sehr oft auf den Bolzplatz gekickt. Und bei Volta ist es halt richtig geil, dass man halt im Cage spielen kann, sich auch das aussuchen kann und seinen eigenen Spieler auch oder seinen eigenen Avatar kreieren kann. Genau, wenn wir mit dem Avatar reden, dann kannst du Outfits wählen, die Haare ändern, Tattoos, also jede Menge, ich sag mal, Kreativität freien Lauf lassen. Machst du lieber das oder spielst du lieber auf dem virtuellen Feld? Ich spiele eigentlich eher gerne, ja. Ich bin jemand, der kann noch stundenlang Character Customization machen, 4 Stunden lang, und andere Leute denken sich so, spielt ja auch mal. Macht ihr nichts, aber mit Volta und dieser Rückkehr des Straßenfußballs allgemein. Wie ist das umgesetzt worden? Das ist ja nicht klassischer Fußball, wir kennen alle FIFA und den FIFA-klassischen Modus. Wie ist Straßenfußball in FIFA? Ja, also auf jeden Fall sehr trickreich und umfangreich. Wie gesagt, man kann halt, man nimmt einfach den Ball, also ich habe jetzt glaube ich die Frage ein bisschen nicht so verstanden, aber ja,
man kann sich das halt selber aussuchen. Bei Volta ist es halt so, du kannst wirklich, es gibt unendliche Optionen. Wie gesagt, den Spieler kannst du dir selber gestalten, die Orte kannst du dir selber aussuchen, die Fußballplätze, ob du jetzt mit Bande spielen willst oder mit, ja. Das ist das Geile halt da dran. Wie schwer ist es denn jetzt gerade, was das, ich sag mal, das Spielen selber angeht? Du sprichst mal von Kreativität und Fußball und Freestyle ist genau darum so cool. Ja? Wie schwer ist es im Spiel denn, kreativ und trickreich zu sein? Man muss wirklich beachten, dass man auf engem Raum wenig Zeit hat. Man muss wirklich schnell nach Lösungen finden, um an den Gegenspieler schnell vorbeizukommen. Und deswegen hat man dafür keine Zeit und man muss halt schnell mitdenken. Du hast am Anfang angesprochen, dass man im Cage spielen kann. Wir wissen, London, Rio, Tokio, da kannst du überall spielen in Volta, genau. In FIFA. Ist das auch eine der Sachen, die dich am Straßenfußball selber reizt? Man, im Prinzip kann man es ja überall machen. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe früher als kleines Kind immer auf dem Bolzplatz gespielt, was ich heute noch ab und zu mal mache. Aber wie gesagt, du brauchst nur den Ball und suchst dir einfach einen Bolzplatz in der Nähe aus, ob es im Urlaub ist, wo dann halt viele fremde Menschen kommen, unterschiedliche Sprachen. Aber der Fußballer muss man ja keine Sprache sprechen. Fußball verbindet einfach und das ist das Geile daran. Und das ist der Grund, warum ich dann zum Sport gehe. Ich würde da hinkommen, das sehen und denken so, hat sich erledigt. Alles klar, verstehe. In diesem Fall nehmen wir aber Fußball verbindet ernst. Wir wollen jetzt am besten Aileen mit euch verbinden, im Sinne von, ihr spielt gegeneinander, also jongliert mit dem Ball gegeneinander. Wir gucken mal gleich, ob es noch mutige Meldungen gibt. Geh du mal ganz kurz runter, such jemanden, weil ich habe noch ein Thema, über das ich gerne sprechen würde. Mach und das dann mal. Legen wir direkt mit der Challenge los. Ja? Alles klar. Und klar. Zwar geht es um, da wird sich schon fleißig beworben, Volta Squad. Ja. Ja, weil selbst ich durfte davon nichts wissen. Ich habe nur gesagt so, hey, frag Aileen mal nach Volta Squad. Was ist das? Also Volta Squad, wir sind halt 4 Influencer und wir treten gegen andere Squad-Teams an. Und ja, ich durfte auch schon meine Teamkollegen kennenlernen, also es sind echt coole Typen dabei und es macht unheimlich Spaß und wir freuen uns schon auf die kommende Zeit. Oh, dann spielt ihr es auch gegeneinander. Genau. Weißt du da schon irgendwas, wann, wo? Dürfen wir schon was Davon verraten? Da will ich noch nicht viel verraten, okay. Aber ja. Dann nicht. Ich sehe schon hier, der Matze sucht fleißig aus, aber es ist nicht so einfach. Da, wo es am lautesten ist, Matze. Ja, 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 die Sache ist, die gucken alle so super nett, ne? Also wirklich. Hier drüben hat es schon wirklich extrem... Wir kommen schon mal runter zu dir. Ja? Er sucht aus. Ich suche aus? Ja, ja, oder? Ja, soll ich aussuchen? Okay, pass auf. Wir machen so. Wir machen ein kleines... Darf ich mit aussuchen? Ja, können wir machen. Pass auf. Wir machen so. Wir machen zwei kleine Schnick-Schnack-Schnuck-Duelle. Und von den beiden, die gewinnen, darfst du dir dann einen aussuchen. Okay, ich suche mal hier dich und der da. Die zwei da. Warte, hier mit der Kappe und er. Und er. Ihr macht Schnick-Schnack-Schnuck gegeneinander. Okay. Magst du mit mir schon mal runterkommen? Ja, klar. Ja, genau. Wie heißt du? Achso, du musst. Mikro 9 bräuchten wir einmal bitte. Os. Der Os ist das. Und der? Emre. Und der Emre. Schnick, Schnack, Schnuck, wisst ihr, ne? Schere, Stein, Papier, keinen Brunnen, los geht's. Nee, der Erste gewinnt. Achtung. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, dammit, das ging schnell. Der Stein hat gewonnen. Os ist auf jeden Fall im Finale. Du, leider raus. Vielen Dank fürs Mitspielen. Jetzt nehmen wir noch, warte mal. Hier, du wolltest gerne, ne? Und einen von euch? Du. Ihr zwei, Schnick, Schnack, Schnuck gegeneinander. Und zwar ganz, ganz schnell. So, Achtung. Ihr wisst, wie es geht. Schnee, Schnack, Schnuck. Schere gewinnt gegen Papier, tut mir leid. So, und jetzt ihr zwei, ne? Ihr kommt jetzt mal ganz kurz mit zu Aileen. Und die Aileen sucht einen von euch aus. Die darf ja entscheiden, wer ihr Kontrahent wird. Lauft mal gerade kurz nach vorne. Er möchte hier selber nicht lang. Der Böse sein. Nee, ich will nicht der Böse sein, tut mir leid. Aileen muss raus. Aileen, das sind die beiden, die jeweils eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen haben. Sie könnten also beide gegen dich spielen. Du darfst ja eine aussuchen. Hallo. Hi. Oder sollen die beiden auch noch... Ich muss jetzt einen aussuchen. Ja, ja. Einer muss der Böse sein von uns. Ist gemein, außer ne? du willst zweimal spielen. Es tut mir leid. Nein, nein, pass auf, wir machen so. Mach dir auch noch eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Du lässt ihn vor, oder was? Nein, 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 guck schon. Das Leben ist hart und ungerecht. Ich würde echt gern beide dran lassen, aber... Weißt du was, wir machen einfach, ihr zwei macht Balljonglage gegeneinander. Wer mehr schafft, darf gegen Aileen. Zack, so geht's los. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 33, 33, 34, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Der Wahnsinn, ich befürchte, das wird jetzt schon schwer, so hier das Halbfinale wird schon mal. Komm, schau mal ganz kurz deinen Namen einmal. Ich heiße Kimmo. Kimmo.
Hallo. Timo, und du warst Ost, ne? Ja, genau. Ja, Ost, ich musste trotzdem. Oder gibt es schon auf? Ja, maximal 5, das wollen wir aber sehen. Darf eine für mich machen? Nein, auf gar keinen Fall. So. Los gegen Kimmo, komm schon, zeig, was du kannst. Warte, jetzt geht's gleich los. 1, 2, 3, 4, 5. 5 waren es aber. Ous, vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Sehr gut, Ous. Cool. Danke dir. Okay. Hammer. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, so, okay, finden wir jemanden, bei dem es richtig schnell zur Sache geht und der dann wirklich gut ist? Ja, oder? Warte, die Kleinen werden die Großen sein, oder ja. Wie heißt das? Nee, die Letzten, die Ersten. Man weiß es noch nicht genau. Ich glaube, Aileen adoptiert ihn gleich. Kimo heißt er. Kimo. Wie Cremant. Wie der Sekt. Da ist egal. Nein, nicht das Topic. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auf dem besten Weg, die Entscheidung zu finden. Wer es besser macht, gewinnt die PlayStation 4. Moment, lass uns fragen, möchtest du vorlegen oder möchtest du nachreiten? Vorlegen. Okay, mutig. Find ich immer super. Ich bin mir sicher, dass wir die Call dazu kriegen, dass wir ihn ein bisschen unterstützen. Ja, ich würde wirklich nämlich gern sehen, wie ihr gewinnt. Auf jeden Fall. Ihr dürft einen großen Startapplaus abgeben und dann gerne mitklatschen im Takt, wenn ihr möchtet. Ein Applaus für Kimo! Das ist deine Bühne. Viel Spaß. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 2, 3, 4, 5, Wasser, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 67, 68, 69, 70, 71, 71! Lass mich in Ruhe! Starke Leistung hier direkt zum Start. Achtung! Er hat fast noch mal verdoppelt. Was? Nee, alles gut. Ja, okay. Aileen ist jetzt so, ich muss wirklich ran. Das wird noch was. Yes. Auf geht's, Aileen. So, Aileen entscheidet jetzt quasi auf Kim. Ich versuche zu zählen, mach nicht zu schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, viele, 32, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88, 88, 88, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98. Applaus für Aileen! Mann! Ich habe noch versucht, es länger zu zählen, als es war. Ja, aber du hast extra gesagt, nicht so schnell. Und da sie so schnell war, ist jeder Zweite nur einer. Ja. Weil, ne, halbe Geschwindigkeit hier. Ja. Dementsprechend waren es am Ende nur 45. 45, richtig knappes Ding. Richtig knapp. Kimo, es war richtig gut. Es war wirklich richtig gut. Und du bist der verdiente Gewinner eines DualShock PlayStation 4 Controllers. Warte mal, du darfst dir auch einen aussuchen. Komm mal zu dir. Ach. So, hältst du die anderen beiden? Nimmst du dir eine Camouflage? Du weißt Bescheid, ne? Nicht im Garten spielen. Das Ding ist ruckzuck weg. Findest du nie wieder. Nee, natürlich Scherz. Kriegen wir einen Applaus für Kimo, ja, oder? Yes. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Und ich gebe euch einen ganz, ganz heißen Tipp. Heute Abend, 17.15 Uhr, geht es wieder um FIFA 20 bei uns. Wir müssen aber, da wir das Ganze ja nochmal machen heute Abend, ich würde sagen, wir passen die Regeln ein bisschen an. Aileen muss definitiv was Komplizierteres machen, das sah einfach zu locker vielleicht aus. Ich überlege mir noch was. Ja, wir müssen das ein bisschen anders drehen, damit das fairer ist, weil wir hatten wirklich sehr, sehr guten Kandidaten. Das ist richtig. Seid ihr damit einverstanden? Wir zocken nachher. 17.15 zocken wir noch eine Runde, dann geht's wieder um die PlayStation 4, okay? Sind wir verabredet? Fantastisch. Riesenapplaus für Aileen Jahren. Dankeschön. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Und wir sehen uns gleich wieder hier oben auf der Bühne. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal ganz kurz das Programm durch. Ich werde mal nach oben wandern. Vielleicht können wir das auch sehen. Das Programm. Lass uns doch mal schauen. Guck mal. Ja, Kamera folgt mir schon. Finde ich immer gut.
Da haben wir es. FIFA 20 haben wir jetzt gerade hinter uns. Das heißt, als nächstes sehen wir Wolfenstein Youngblood, den neuesten Teil. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Da haben wir nämlich die Developer hier, die Entwickler. Richtig. Danach Journey to the Savage Planet haben wir eben hier oben auf der Bühne. Ebenfalls mit jeder Menge Informationen zum Development. Außerdem Kojima. Das wird mega spannend. Ich freue mich tierisch drauf. Deswegen haben wir auch schon die Gitterung vorbereitet. Genau, Autogramm-Session machen wir da. Richtig. Kleiner Hinweis vielleicht für die Autogramm-Session, für jeden, der jetzt schon hier sitzt und denkt, wir wirklich wollen. Wir lassen keine anderen Gegenstände unterschreiben, außer Poster. Damit das fix geht, damit es sicher ist, das geht an. Und sonst, restlichen Tag, wir haben immer noch Control, das wird Live-Gaming sein. Und dann kommen wir nochmal zurück mit FIFA 20. Aileen wird nochmal eine Rückkehr machen. Und dann sehen wir hoffentlich, wie jemand die abzieht. PlayStation, die absahnt. Genau, wir drücken fest die Daumen. Wir freuen uns, gleich wieder zu sehen. 12:15 Uhr, Wolfenstein, hier auf der Bühne. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich. Bis dann.